Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen im neuen Video. Es ist ja, die Sonne scheint, es ist wunderschönes Wetter, Ostern naht. Ich habe so ein paar Schwierigkeiten zu überbrücken, weil mein PC, der streikt leider und der ist in Reparatur. Und ich habe gedacht, soll ich jetzt noch was zeigen? Aber ich wollte euch einfach so einen kleinen Ostergruß doch noch zeigen. Und nebenher bin ich jetzt auch noch beim Reifenwechseln. Es muss auch noch mit reinpassen. Also es ist nicht so einfach und es gibt immer was zu tun. Und ja, ich bin also dabei. Ich habe ganz, ganz viele, ich warte hier gerade auf mein Auto. Ich habe ganz viele Zweige im Hof. Und diese wunderschönen Zweige, das ist ja auch schade, wenn man die nicht verwendet. Und da machen wir jetzt ganz tolle Nester und Kränze draus. Das ist jetzt so meine Aufgabe. Das heißt, alles, was wir jetzt nehmen, da fragt dann nach Ostern kein Mensch mehr danach. Und deswegen ist jetzt einfach schön, dieses ganz tolle Grün zu verwenden und da tolle Sachen damit zu machen. Und deswegen nehme ich euch nachher mal mit in den Laden und zeige euch einfach mal die Kränze. Ich habe den Buchs und den Kornus und mit Efeu, mit Chinaschilf, mit Weide, mit Birke. Also alles, was das Grün so bietet, das habe ich alles verwendet. Und habe natürlich auch schön meine Handschuhe angezogen zum Wickeln, weil ansonsten kann ich meine Hände eigentlich wegwerfen. Ja, dann gehen wir nachher in den Laden, wenn ich wieder mobil bin. Aber ich habe einfach die Pause genutzt, um euch die Einleitung vom Video zu erzählen. Und ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege mit dem Schneiden vom Video. Weil wie gesagt, mein PC ist nicht da. Mal gucken. Aber ich löse das. Problemlösung ist alles im Leben, ne? Bis dann. Es ist jetzt Anfang April und ein wunderschönes Thema kommt auf. Und zwar, die Pfingstrosen wachsen und gedeihen. Hier siehst du ein Foto, wie sie im Freiland wachsen. Das ist jetzt in Unterbleichfeld in der Nähe von Würzburg bei meinem wunderbaren, lieben Pfingstrosenpartner Don Peoni. Und hier sieht man die Pfingstrosen in einem Folientunnel, der von der Biogasanlage beheizt wird. Und hier erreichen die Pfingstrosen, diese wunderschönen, kräftigen Pflanzen, schon eine Höhe von circa 70 cm, haben wunderschöne Knospenansätze und wir fiebern dem Erntestart entgegen, der Ende April sein wird. Und hier seht ihr Fotos von dem Schaugarten. Es gibt einen Schaugarten mit fast 300 Pfingstrosensorten und der Holzeckerhof bietet für Busgruppen ab 25 Personen Führungen an in diesen Schaugarten. Und da gibt es auch Informationen über den Betrieb. Und ich schreibe euch nochmal die Kontaktdaten von Don Peoni in den Text. Da könnt ihr nämlich dann anrufen und da könnt ihr diese wunderschönen Sorten sehen, erfahrt so viel Wissenswertes über Pfingstrosen und könnt euch dann noch eure Lieblingssorte bestellen, also zuerst aussuchen und dann bestellen. So, guten Morgen. Es ist jetzt Gründonnerstagmorgen. Und ich war gerade auf dem Großmarkt, ich bin jetzt hier zurück im Laden, habe auch im Großmarkt eingekauft, habe auch eine Lieferung vom Holländer, also es gibt wieder viele Blumen und ich muss euch leider sagen, dass ich mit ziemlichen Problemen im Moment zu kämpfen habe und ich mache auf die Schnelle nochmal ein Video für Ostern, aber ich muss jetzt leider eine kleine Pause machen, weil gestern hat nicht nur mein Auto Probleme gemacht, die sich jetzt irgendwie lösen lassen, aber es ist natürlich alles auch immer teuer, sondern auch mein PC hat wahrscheinlich einen Komplettzusammenbruch und ich brauche eine ziemlich gute Technik für YouTube-Videos und ich muss mich jetzt komplett neu aufstellen und das hat mich gestern ganz schön runtergerissen, ja, weil ich das einfach so gern mache und
Ich werde dieses Video jetzt auf einem anderen PC, auf einem fremden noch produzieren, aber ich brauche tatsächlich meine eigene Technik. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mal sagen, also nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank, liebe Kerstin. Es war eine ganz liebe Dame, die mich unterstützt hat. Also es war, hat mich total gefreut und du hast jetzt gleich mitbekommen, wofür ich es verwenden werde. Also ich zeige euch jetzt noch eine richtig schöne kleine Idee in der Kürze und ich zeige euch jetzt auch ein bisschen, was wir für Österliches vorbereitet haben. Aber es gibt nicht so ein ausführliches Video heute wie sonst. Und wenn ich die nächsten Wochen jetzt erstmal nichts mache, dann ist das, weil ich mich einfach nochmal neu sortieren muss. Tut mir leid. So, jetzt kommt der Ladenrundgang. So, hereinspaziert. Jetzt kommt die kleine Ladenrundschau und ich erkläre euch auch was zu einer Arbeit. Oh ja, das mache ich später hier. Also ich habe hier, ich habe wunderschöne Blumen bekommen. Ich habe hier Garmini, ganz tolle Tulpen, hier rosa Tulpen. Dann brauchen wir Nelken. Ich habe jetzt gemischte Nelken. Wie schön, was für tolle österreichische Farben. Und dieses schöne Lila. Und was echt süß ist, hier haben wir Ostereier dazwischen bekommen. Das ist auch total schön. Dann gibt es hier auch nochmal Garmini. Wir brauchen natürlich so schöne zarte Farben für Ostern. Weiß, rosa, gelb, orange. Dann gibt es hier noch Narzissen. Und auch diese schönen leuchtenden Garmini. Und ja, wir haben schon einiges auf unserem Tisch. Auch so wunderschöne lachsfarbene Ranunkel mit Schneeball, mit Clematis. Löwenmäulchen, Alstroemerien, Lilien. Also es ist, wir werden das jetzt noch mit einigen füllen und komplettieren, haben aber auch schon sehr viel Bestellungen an Straußbestellungen für heute. Was auch ganz toll ist für Frühling, ist, sind diese Calendula. Die sind auch wunderschön. Und diese roten gefüllten Tulpen. Und das hier, ich finde immer, das sieht aus wie Kokosraspel. Das ist toll, oder? Irre, wie was die Natur so hervorbringt. Ja, und dann geht es eigentlich heute um das Thema Nestchen, so ganz auf die Schnelle. Ich habe doch so schöne Ringe gewickelt. Moment, wo gehe ich hier zu so einem Nestchen? Ich habe so schöne Ringe gewickelt und die habe ich mal verlinke euch nochmal das Video Kranz wickeln. Und da habe ich auch Birke rein, habe Kornus rein, habe auch Buchs reingewickelt. Und diese Nester, die haben wir bepflanzt. Schön ist natürlich, wenn in der Mitte was Hohes gepflanzt ist, wie diese Schachbrettblume oder eine Narzisse, Bellis. Und dann, was immer schön ist, haben viele von euch ja bestellt, sind diese kleinen Nestchen, diese hübschen, auch mit Zwiebeln dekoriert. Ja, mit Steckzwiebeln bekommt man im Supermarkt. Dieses Netz kann man auch immer schön mit Moos, Steckzwiebeln, Magnolie. Und hier sind nochmal zwei schöne Beispiele von Nestchen. Die sind jetzt hier unterm Tisch. Und die haben wir auch so bepflanzt. Und die sind so schön gewickelt. Und es gibt ein dekoratives Element ist natürlich, wenn man diesen Kranz wickelt, wenn man einen schönen Draht nimmt. Und hier sieht man, das ist dieser Golddraht. Ja, hier dieser schöne glänzende. Und das ist jetzt zum Beispiel ein richtig großes Nest. Da haben wir Ranunkel rein, Bellis. Dann haben wir auch hier diese schönen Schachbrettblumen, auch Fritillaria genannt, Hyazinthen, Stiefmütterchen. Dann gibt es hier noch Tulpen und hier auch noch eine pinkfarbene Hyazinthe. Also so richtig schön groß und es lässt sich natürlich auch dann später sommerlich bepflanzen und wiederverwenden. Und das ist jetzt das Ergebnis der ganzen, was ich gesagt habe, der Zweige aus dem Hof. Und was die Basis ist von diesem Nest, das zeige ich euch mal gleich im Arbeitsbereich. Dazu gehen wir mal rüber. Und ach, hier sind noch so schön diese Fritillaria, diese tollen Schachbrettblumen. Das sind Bellis mit Stiefmütterchen gemischt. Auch was sehr Schönes. Und das, was Besonderes, diese Tulpen mit diesem schönen Laub, das so ja einen rosanen Rand hat. Und das ist eine tolle Pflanze, auch Winterhart Mühlenbeckia heißt die. So, aber jetzt gehen wir mal zur Basis vom Nest. Und das ist jetzt wirklich nur so auf die Schnelle erklärt. So, hier habe ich Nester gewickelt. Und wir haben in diese Nester unten diese Holzstäbe reingeschoben. Haben dann eine Pappe
drauf gemacht, eine Pappe rund geschnitten. Das kann irgendeine feste Pappe sein. Dann kommt Folie rein, die wird hier einfach reingelegt und dann mit Erde bepflanzt. Und dadurch ist es natürlich schon wasserfest. Und dann macht man so einen schönen kleinen Hügel. Und je dicker der Kranz, also hier sieht man, meine Hand verschwindet richtig, desto mehr Pflanzhöhe hat man. Und da lässt sich also ganz toll Chinaschilf, Buchs, Birke, auch diese großen Stücke von den Weidenzweigen, Efeuranken, also da lässt sich eigentlich ganz vieles reinwickeln. Und wer sagt, oh, ich hätte gern auf die Schnelle nochmal so ein österliches Geschenk, also einfach Reisig nehmen, Stroh oder auch immer was alles zu Ostern passt, oder auch Buchs schneiden. Hier habe ich eine Efeuranke drumherum gewickelt. Ja, und das mit dieser Basis bepflanzen und schon hat man eine tolle österliche Idee. Ihr Lieben, ich wünsche euch ganz frohe Ostern und verabschiede mich erstmal für einige Zeit. Und ich freue mich, dass es euch gibt und ich werde auch wieder zurückkehren. Aber ich muss erstmal ein paar Probleme lösen. Ja, alles Liebe, macht's gut, tschüss.